Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FumoTech Tech Tipps. Wir sind ja schon im Vorfeld kurz darauf eingegangen, dass wir für euch da eine weitere, ja, einen weiteren Einstelltipp für euer Modell machen wollen, weil wahrscheinlich habt ihr das ein ähnliches Problem, dass das Modell gerade der Bagger nicht so rund läuft, wie man sich das Ganze vorstellt. Ja. I also tried in English. What we do here is try to show you a setup, a servo setup for your excavator, to, yeah, in the end, get a smooth running machine, which is quite challenging for some of you. So we try to help you to, give you some tips, how to improve the setup of your machine. Ja, also das heißt, ich habe das ja auch lange Zeit so gemacht. Ich habe meine Servos im Prinzip auf Endanschläge oder die Endanschläge geprüft, dass die nicht mechanisch am Ventilblock angeschlagen sind und habe aber maximal möglichen Servoweg eingestellt. Dazu ein bisschen Pumpenmischer und dann sah das meistens so aus. Yeah, and while the machine is running, I'll try in English. Normally, I did the setup with the servos. I see that I get maximum movement of the servo and do a little pump mixing. And yeah, the result is what you can see here at the moment. It's not a really sensitive machine. It's quite difficult to to operate with it. Ja, und wie können wir das Ganze jetzt besser machen? Wie können wir so ein Modell besser einstellen, damit wir da zu einem schöneren Ergebnis kommen? Wir sehen es hier in der Vorschau auf dem Sender schon ein bisschen. Es geht also über die Servowege oder im Wesentlichen um die Servowege, um hier möglichst ein bisschen ein besseres Ansprechverhalten zu bekommen. So, what we do is, or the way to get the machine smoother is the servo movement, the maximum movement. And that's what we see here on the little screen on the top left. We need to work with the servo movements. And while we do that, I'll explain that a little bit. Also, was wir machen oder unser Ziel ist im Prinzip einfach folgendes. Wir begrenzen die einzelnen Servowege so weit, dass das Ventil nicht komplett öffnet, dass immer ein gewisser Rückstau im System bleibt. Und dadurch, auch wenn wir mehrere Funktionen gleichzeitig betätigen, nicht die Funktionen sich massiv gegenseitig beeinflussen. Das ist im Prinzip der Trick dabei. Man muss schauen, dass dass man den Servoweg Maximum so einstellt, dass das Ventil nicht komplett öffnet. Das heißt, wenn das Servo zum Beispiel bei 60% komplett offen ist, dann muss man einfach noch ein bisschen vom Weg wegnehmen, bis das Ventil gerade so am Ende des Arbeitsbereichs ist. Wir sehen das jetzt hier im Moment am Arm, wo wir schrittweise die Werte nach unten begrenzen, um immer einen gewissen Gegendruck im System zu halten. Besonders wichtig eben auch beim Stiel. Aber wir sehen es jetzt eben hier schon, dass das Ganze jetzt schon deutlich besser funktioniert. So, try to catch up in English. So, what we do is to limit the servo movement, to keep always some oil pressure in the system. So, we don't fully open the servo to the maximum. We limit the movement, slowly
to the point where we see the hydraulic function gets a bit slower, and with that we keep always pressure in the system and avoid that the hydraulic functions get in conflict to each other. And yeah, so we can improve that, and that's what we see at the moment. With each function, we started at 90% servo movement, and now we reduce the servo movement slowly down until we see that the machine is operating slightly slower on each function, but with that we keep always some hydraulic pressure in the system, and we don't have the situation that function get in conflict with the other too much. Yeah, das ist im Prinzip der ganze kleine Trick, den wir hier nebenher eben auf dem Sender sehen. Wir gehen eben wirklich von Hydraulikfunktion zu Hydraulikfunktion, begrenzen schrittweise die Werte, die Maximal-Servo-Ausschläge, bis wir eben in einem Bereich sind, wo der Maximalausschlag des Servos nicht mehr irgendwo bei 90% ist, sondern im Bereich des Arbeitspunktes des Ventils. Und somit erreichen wir, dass einfach die einzelnen Funktionen sich nicht mehr gegenseitig beeinflussen, weil in dem Moment, wo wir zwei Ventile komplett aufmachen können an der Fernsteuerung, und das ist sehr schnell der Fall, wenn wir Servowege mit 90% einstellen, wird das Öl immer den Weg des geringsten Widerstands suchen und durch die Funktion strömen, die sich gerade leichter bewegen lässt. Und das verhindern wir mit dieser Einstellung. Und wir sehen, das Ganze wird jetzt schon deutlich besser vom Ansprechverhalten. Yeah, so what we see here, the machine is operating already a lot smoother, a lot better, because we have a limited servo movement, so we avoid the problem that if you open two valves to the maximum, the oil flow will always go to the function where you have lower pressure, or where lower pressure is needed. That's the better explanation. And so you always have a conflict between the, or a massive conflict between two or even three hydraulic functions, and that's most of the time the issue if you operate a model like that. And with that servo adjustments, as you can see it here, you will see your machine will operate a lot better. You can operate it a lot easier and a lot more precise than with two with valves that opens too much. Ja, ihr habt das ja hier schon auch beobachten können, was auf dem Sender passiert ist. Wir haben einfach die einzelnen Hydraulikfunktionen, wie gesagt, bis zu dem Wert reduziert, dass jede einzelne Funktion gerade einen gewissen Gegendruck erzeugt, also das Ventil gerade nicht komplett aufmacht. Und was man jetzt machen kann, um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten einzustellen, ist im Prinzip über den Pumpenmischer, den wir in einem anderen Video schon beschrieben haben, mit unterschiedlichen Anteilen des Pumpenmischers auf die jeweilige Funktion, kann ich jetzt natürlich das auf die persönlichen Bedürfnisse abstimmen. Das ist im Prinzip der erste Schritt, den wir euch hier gezeigt haben. Im nächsten Schritt, um die Funktionen vom Ansprechverhalten auf eure Wünsche anzupassen, könnt ihr mit dem Zumischanteil im wir können ja gerade mal in den Pumpenmischer hier noch reingehen, um euch das zu zeigen.
Über unterschiedliche Zumischanteile des Pumpenmischers können wir jetzt an der Stelle die einzelnen Funktionen von der Geschwindigkeit so einstellen, dass das auf eure Wünsche und Bedürfnisse passt. Und ja, somit, klar, es ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber das Ergebnis ist einfach ein viel besser funktionierendes Modell, ein viel präziseres, saubereres funktionierendes Modell. Yeah, so the next step, so we showed you here how to adjust the servo endpoints basically, and but to adapt the speed of each individual hydraulic function, what you can do, you can use your pump mixer. We explained that in another video already. So you can use different setup on each pump mixing, for example, more mixing on the arm function because you want to get that a bit slower, or you have two cylinders, so anyway you need some more oil there. And with a different setup of the hydraulic mixer, you can adjust the speed then. So the first step is always to find the good servo points in the machine. That's always the first thing you should do, and after that you can play with the setup of your pump mixing to adapt the speed of each function, so you feel well with the individual speed. So that's the way. First set up the servo endpoints, and then use the pump mixers to adjust the speed. Ja, ich hoffe, wir konnten euch an der Stelle wieder ein Stück helfen. Ach ja, okay, dann ist natürlich ein Punkt, genau, da können wir auch gerne noch drauf eingehen. Des Weiteren könnt ihr natürlich über die Expo-Funktion dann das Ansprechverhalten des Modells wiederum beeinflussen. Der eine mag es um die Knüppelmitte ein bisschen direkter, der andere eher möchte eher ein bisschen größeren Leerweg. Das könnt ihr jetzt wiederum über die Expo-Funktion sehr schön einstellen. Also, um es dann eben nochmal zusammenzufassen, erster Schritt ist mit einer konstanten Pumpendrehzahl die Servowege einstellen, dass kein Servo oder kein Hydraulikventil komplett bis in Anschlag aufgeht, dass immer ein kleiner Gegendruck im System bleibt. Das heißt, jeder Servoweg, ich sage jetzt mal zwischen 4-5% vom maximalen Öffnungspunkt nach unten reduziert wird. Zweiter Schritt ist dann im Prinzip der Pumpenmischer, um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten einzustellen. Und im letzten Schritt könnt ihr über die Expo-Funktion das Ansprechverhalten der Maschine auf euren auf die Knüppel, auf eure Wünsche einstellen. Und ja, wie gesagt, natürlich ist das ein bisschen Arbeit. Das kann gerne mal ein Nachmittag oder zwei oder drei dauern. Aber am Ende lohnt sich das Ganze natürlich unheimlich, weil ihr einfach mit eurem Modell viel besser, viel präziser arbeiten könnt. Und darum geht es natürlich am Ende, viel mehr Spaß damit habt, weil es einfach auch viel vorbildgetreuer aussieht. So, last time, back to English. We showed you the expo function, exponential function, I don't know exactly the name. So there you can set up it's a kind of fine tuning for the machine. So as I said before, first step is to set up the servo endpoints. So you always limit them between 2 or 5% from the maximum movement. So you basically limit the oil flow a little bit. That's the first step. Second step, so you do that first step with continuous running pump, what you normally shouldn't do, but for setup you can use a continuous oil flow. That makes it easier. Next step is to set up the pump mixers to get the speed you want.
And last step of your final setup, like a fine tuning, you use the expo function to adapt the machine to your needs. Some like it quite sensitive around the center, others want to have some movement before the machine start to move. So that you can do with the expo function. Of course, all that setup will take maybe one afternoon or two or even three, but the result is a machine that works really nicer, smoother, and in the end, and that's what it's all about, you will have more fun with your machine, you will enjoy it more, and yeah, that's the important point. So we hope we helped you, hope also the English version was okay for you. My English isn't far to be perfect. So thanks for your time, thanks for watching. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen mit unseren Tipps, um euer Modell noch besser einstellen zu können. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ja, viel Spaß mit euren Modellen.